So. So, gucken wir uns Monteverse Drachenlord an. Na moin. Rentner reagiert auf Oga. Republik auf Germans. Mensch, Rainer, Digga. Ohne Scheiß, ich fand dich sympathischer, als du die XXL Mega-Dildos getestet hast. Wie wär's mit Get on my level? Komm doch erst einmal auf mein Niveau, bevor du dich über mein Niveau lustig machst. Weil, egal ob ich eine Gesichtskirmes bin oder nicht, besser aussehen als du. Du hast sogar mein kleiner Finger mit Dreck unterm Nagel. Weißt du Bescheid? Der Spruch war nicht schlecht. Ihr könnt auch noch andere Streamer oder YouTuber fragen, ob die Bock hätten zu fighten. Leute mit Reichweite, Leute aus unserer Bubble, die wir kennen oder irgendwie sowas. Ich hätte da einen Vorschlag. Was läuft, willkommen zum nächsten. Also ich sag ganz ehrlich, bevor ich gegen Rainer in den Boxkampf gehe, gehe ich lieber gegen Kieler in den Boxkampf. Wobei beide von der Gewichtsklasse einfach unfair wären. Ich weiß nicht, was mit Rainer 180 Kilo, was wiegt Kilian 130 Kilo, ich wiege 82 Kilo. Der Lord wiegt einfach das Doppelte als ich. Denkst du, du würdest gewinnen? Also man muss ja zweimal definieren. Boxen auf der Straße, also ein Straßenkampf, und Boxen nach Regeln im Ring. Aber in beiden Aspekten spielt das Gewicht eine sehr große oder eine sehr schwere Rolle. Beim Straßenkampf müsste sich ja Kilian oder Rainer nur auf mich raufsetzen, dann würde ich ja nicht mehr hochkommen. Nächsten Video. Nach dem Kampf mit Shani, mit dem Umhauen, 100%, ja. Ohne Wenn und Aber, du bist der Nächste. Ja, 100%. Ich komme nicht darauf klar, dass wirklich ein Google Street View Auto durch diese belanglosen Straßen gefahren ist. Ich meine, hier passiert ja nichts. Sicher, dass da nichts passiert? Soll ich denn Bann dafür kriegen? Ich fahre hier einfach durch. Ich fahr also auch jetzt mal abgesehen von den Straßen. Sind das tote Tiere gewesen oder was? Das pennt da einfach nur. Heute erstellen wir Drachenlords Zeugniskinder. Fach 1, Mathe. Dreistellig ist doch im Normalfall 1000er Bereich, oder? Oder ist das 100er Bereich? Einstelliger Bereich sind doch so 10 bis 20, oder? Aber sechsstellig ist doch eigentlich eine Million. Hat er es auf real gesagt? Egal. Fach 2, Religion. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. Fach 3, Schwimmen. Aber ich sage ganz ehrlich, da, also ich habe Rainer schon oft gesehen, aber Rainer sah da gerade so glücklich aus beim Schwimmen. Drei. Er sah Schwimmen. So glücklich aus. Wie kleines Kind, Digga. Und zu guter Letzt, Biologie. Hast du ein Chromosom mehr als andere? Weil die meisten Leute mit 27 Chromosomen sind laut Studie psychisch stabiler. Ich habe noch nie meine Chromosome zählen lassen. 10 Euro. Das juckt ihn so gar nicht. Das ist jetzt das zweite Mal. Und Fahrradpolizisten? Nee. Das waren tatsächlich richtige Beamte, also. Richtige Beamte. PIN eingeben und grün bestätigen. Wahrscheinlich viermal die Null oder so. Was war das denn für ein Kommentar? Viermal die Null oder so? Ich glaube, das Vorwand wird ein bisschen höher sein. Irgend so ein Auto für 200.000 mit dicke Rolex. Der Typ geht gleich erstmal direkt um die Ecke für 200 Euro Super Plus tanken. Der fährt perfekt Auto. Der ist so clean. Ein Arm oben am Dach. Guck mal, was er für geile Wookie-Hände hat. Arme aus dem Fenster. Der genießt den Wind. Da seht ihr Bilay in der Türkei am Cruisen. Mit der MK. Der kann 2 Stunden am Stück perfekt Auto fahren. Der fährt besser als die Leute hier aus dem Chat. Ihr Sneaker schon wieder. Wie ruhig, der guckt doch nicht mal geradeaus. Der guckt doch mal nach links und rechts. Genießt das geile Wetter, den Fahrtwind. Der ist auch richtig schön fett. Der hat eine super geile Friese. Der fährt einfach richtig gut. Guck mal, wie smooth er um die Kurve fährt mit einer Hand. Bruder, wer hat denn das jetzt gemacht? Ja, Digga, scheiß drauf, Mann. Ja, okay, hey, Digga. Bruder.
Aber Chat, so werde ich bald aussehen. Da müsst ihr euch mal dran gewöhnen. So werde ich bald aussehen. Bruder, wir hatten das gemacht. Okay, man kann es auch wirklich übertreiben. Bruder, die würde ich nicht mal finden. Leichte Beute. Das fühle ich, Digga. Vollbart finde ich geil. Sind wir auf unserem Weg für den Teufel. Das weißt du, Bruder. Gut. Gut. Digga, was soll denn die Scheiße? Ich sehe aus wie einer aus der Penny-Doku. Es sieht aber wirklich so aus. Mit einem Bierchen in der Hand und erzählt, dass er 30 Jahre Alkoholiker ist, Alter. Monty, du warst aber wirklich in der Benny Doku vertreten. Hallo. Ach, Digga. Ah, ne. Ui, ne Frau von mir. Moin Drache, was hast du so im neuen Jahr vor? Mit ordentlich nackt durch die Stadt rennen. Blöde Frage, blöde Antwort. One week later. Lieber Arsch oder Brüste? Das ist eine coole Frage. Und eine vernünftige Frage vor allem. Das ist immer schön, dass mal Fragen auch so gestellt werden. Jens hat in der Vergangenheit schon mehreren Freunden Playbuttons geschenkt. Aber eine Person war ihm dafür ganz besonders dankbar. Ich weiß, dass sich jeder darüber freut. Rimex, über Marcel, über mich. Ich weiß bei Marcel nicht, ob er sich darüber freut. Doch, dem habe ich auch mal einen Golden gemacht. Er hat sich sehr gefreut. Ich habe einen Clip gesehen, wie er gesagt hat, er hat sich jetzt nicht so gefreut. Ich bin's. Stimmt das? Du hast dich nicht gefreut. Hugo hat es mir gerade am Telefon gesagt. Du hast dich nicht gefreut über den goldenen Button damals. Das habe ich dir doch schon selber gesagt, Digga. Was? Ja. Aber auf dem Foto bei Instagram bin ich gerade drauf, da lasst es. Ich erzähle nochmal die Geschichte, okay? Ich will nicht, dass Leute denken, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird. Als Beispiel, Sascha, aka unsympathisch, der lustigerweise auch links oben zu sehen ist, mir als Zeichen der Dankbarkeit dafür, dass er in seinen Videos immer meine Clips verwenden durfte und, hat er mir als Zeichen der Anerkennung einen goldenen Get On My Level Ring geschenkt und ein goldenes Armband, eine Sonderanfertigung für mich. Da war ich sehr, sehr dankbar drüber, habe ich mich sehr drüber gefreut und werde ich Sascha auch nie vergessen. Da Sascha und Knossi auch cool sind. Und natürlich, es ist jetzt nichts, worauf ich mir einen runterhole. Ihr wisst, Knossi, ich habe Knossi kennengelernt, da hat er im Durchschnitt so seine 1000 Zuschauer. Da habe ich ihn ganz viel gehostet immer. Und dann hat er sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und ist gewachsen. Ich will nicht sagen, dass ich für seine Karriere verantwortlich bin. Sonst mache ich wieder ein Tanzverboten-Ansage-Video. Aber ich habe auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen. Ein vielleicht größeres Teil. Was auch kein Problem ist, denn ich mag Knossi sehr. Er ist wie ein Bruder für mich. Und ich habe gedacht, als Knossi sich mit mir getroffen hat und meinte, er hat ein dickes Geschenk für mich, habe ich gedacht, dass er Sascha gefragt hat, du, Marcel hat viel für mich getan, was kann ich ihm denn Gutes tun? Du kennst ihn doch schon länger. Und ich habe gedacht, dass die sich so ein bisschen auseinander, also miteinander gequatscht haben und Knossi mir auch irgendwie was schenkt in der Richtung. Ein Ring oder eine Halskette. Und dann führt er mich in sein Hotelzimmer, Digga. Ich denke, oha, was hat er denn da aufgefahren und dann macht er so richtig Trommelwirbel, hebt die Bettdecke hoch, Bruder, und liegt da der goldene Playbutton. Ich habe mich natürlich auch darüber gefreut, in dem Moment hatte ich aber andere Erwartungen oder andere Vorstellungen. Am Ende des Tages, klar, Bruder, die Geste zählt. Safe. Alles gut. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Die Homies gar nicht abfühlen. Es tut mir echt leid. Wenn der Boxkampf stattfindet, müssen die am Eck von Revi seiner Ecke stehen. Mit dem Handtuch und mit dem Eimer. Ich könnte schon aufmachen. Mach. Ja, ja. Jetzt mach, komm. Einmal, hält nicht runter. Bist nicht schlecht. Wow. Nein. Clean, Mann. Motherfucker, Alter. Clean, Mann. Warum macht man das aber auch, Bruder? Nein. Irgendjemand muss da draußen Edit machen, Digga, wo nicht der Joghurt ist. Bitter hat Hugo das gemacht. Wo ein schöner kleiner Jack an der Seite ist und Simon voll schießt. Glaube, das geben einen Strike, aber kriegst wenigstens das hier. Bruder, ey. Bohren da ein Loch in die Wand, das soll man woanders rumbohren. Und wenn wir eh schon bei alten Monte-Clips sind. Das ist einer der legendärsten Clips und auch einer der legendärsten aufgenommenen Lachen von mir. Ich glaube, es gibt keinen Clip, wo ich herzhafter und geiler lache als da. War korrekt. Skaff. Digga,
geht's beschissen. Deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht. Du weinst Tränen. Paul, kannst du mal aufhören, bitte einfach mir die Kamera in die Fresse zu. Mein Vater ist da so, Digga, so schamlos. Hol dir zwei. Aber ich sag euch auch ganz ehrlich, das kommt in dem Video so rüber, als wenn er das so, keine Ahnung, macht. Soll ich euch aber eine Sache sagen? Ich bin meinem Vater sehr dankbar dafür, denn mein Vater hat früher in der Kindheit und in meiner Jugend immer, egal in welcher Situation, so viele Fotos wie möglich gemacht. Und ich war oft davon genervt, aber wallabila, ich bin ihm jetzt sehr dankbar dafür, weil ich jetzt so viele Sachen, Eindrücke von früher auf Foto habe. Hätte ich damals immer zu ihm gesagt, Papa, nein, 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 dann wären so viele schöne Bilder, so viele schöne Erinnerungen weg. Und er hat immer gefilmt und immer Fotos gemacht. Und deswegen, im Nachhinein, bin ich ihm immer sehr dankbar dafür gewesen. Meine Oma genauso. Die hat auch immer so viele Fotos geschossen und man war davon genervt. Aber später ist man dankbar, wenn man die Fotos als Erinnerung hat. Katzen haben sie gesagt. Das wird schön, meinten sie. Du hast meine Brille kaputt gemacht. Den Hauptschulabschluss? Was habe ich für Karte abbekommen? Das ist meine Hose. Die Knechte haben auf meinen Sitzsack gepisst. Eine Woche keine Leckerlis. Es ist Pisse gewesen. Das kriegst du eine Woche nicht mehr zu sehen. Niemand bewegt sich. Reicht's mir jetzt wirklich nicht auf. Scheiße, ne? Man muss wirklich sagen, Katzen, zwei Katzen und gerade zwei Babykatzen oder wenn Katzen zusammen spielen, beste. Miau, miau. Ist nicht cool, wenn man nicht schlafen kann. Nicht in meine Hose. Du kommst da jetzt raus. Geht's doch. Lass das. Du weißt, wie teuer die war. Nein, lass. Also, das Einzige, was mich an Katzen mittlerweile ein bisschen abturnt, sind die Katzenhaare, Digga. Ich habe über die letzten Jahre so eine Phobie entwickelt, wo ich muss mich immer abfusseln, wenn ich rausgehe, weil ich es schrecklich finde, wenn ich Fussel auf meiner Kleidung habe. Die Haare sind das Schlimmste, Digga. Bei Kylo geht's ja, der hat ja schwarze Haare. Da sieht man nicht auf Klamotten so doll. Und die haften auch nicht, der haart nicht so doll.